Da bin ich wieder. Ah nein, Ohr schon wieder eingeklemmt. Au! So, spielen wir Animal Crossing. Weil ich habe in Animal Crossing noch viel zu tun. Oh, ich habe den falschen Controller in der Hand. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst das Tool bekommen, mit dem ich Straßen bauen kann, mit dem ich terraformen kann und. Und muss jetzt hier im Grunde die komplette Insel komplett umgestalten. Das wird eine Arbeit für Stunden und Jahre und Wochen und Monate. Und da fangen wir jetzt im Stream noch ein bisschen an damit. Ich habe hier ein paar Sachen aufgestellt, weil mein Inventar so voll ist. Wie spät ist es denn jetzt? Oh, es ist 9:30. Wir können noch Sachen verkaufen gehen schnell. Okay, wir müssen uns beeilen, bevor der Laden zumacht. Dude, lass mich durch. Ich muss zum Händler. Nein, nicht in die Luft schießen. Hast du das Wappen eigentlich selbst gemacht? Also der Landsquid Birdrider an sich, diese Zeichnung quasi. Die Bleistiftzeichnung hat ein Freund von mir gemacht. Ich habe das dann quasi eingescannt und mit GIMP quasi überarbeitet und angemalt und so weiter und so fort. Und dieses kleine Wappen, dieses kleine Schildsymbol, das ich bei dem Kanal als, wie sagt man denn, das Avatar quasi benutze, das habe ich selber gemacht, ja. Noch etwa 2 Stunden. Bin aber zu müde, dann werde ich Final Fantasy wohl doch erst morgen Nachmittag zocken. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ich habe die Erfahrung schon öfter gemacht, dass wenn man sich auf was freut und dann irgendwie durchmacht und dann irgendwie sich zwingt, wach zu bleiben, damit man es noch spielen kann, dann führt das nur dazu, dass man im Endeffekt das Erlebnis sich selber kaputt macht, weil man einfach zu müde ist, als dass man das noch richtig wahrnehmen könnte, alles. Deswegen ist es meistens gut, wenn man dann trotzdem ins Bett geht und trotzdem ausschläft. Wir haben in Dreams schon Animal Crossing nachgebaut. Ja, genau. Nein, wir sind schon weiter. Wir haben gerade mit Dreams aufgehört, weil es abgestürzt ist. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Zeichen. Dann sollten wir wohl aufhören. Und machen jetzt mit Animal Crossing weiter. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Inventar ein bisschen aufzuräumen. Weil große Pläne anstehen. So, warte mal. Ich muss noch schnell ins Museum. Ich habe ein paar Fossilien im Inventar, die müssen entschlüsselt werden. Da. Ja, der Streamtitel ist jetzt komisch. Aber das Spiel habe ich hoffentlich geupdatet, oder? Wartet mal ganz kurz. Ich muss bei mir mal refreshen, meinen Browser, um das zu überprüfen. Dass wenigstens das Spiel stimmt. Animal Crossing ist schon übernommen, okay. Nur, dass wir trotzdem noch Traumsurfen. Aber man kann auch in Animal Crossing Traumsurfen, finde ich. Warum nicht? So. Fossilien analysieren, bitte. Guter Eugen. Ich überspringe die Texte hier ein bisschen, weil ich die einfach schon 100 Mal gelesen habe. Und sogar wir im letzten Stream haben die teilweise schon alle gelesen hier, glaube ich. So. Ach so, ich kann die gar nicht stiften. Die haben wir schon. Okay. Das Museum ist mittlerweile schon ganz gut gefüllt, aber trotzdem bei weitem noch nicht voll. Ich meine, ist auch klar, dadurch, dass ich nicht zeitreise, kann ich die ganzen Sommer- und Herbstinsekten. Gibt es auch extra Winterinsekten? Na, wahrscheinlich zumindest Fische oder so. Ist ja nicht cool. Er ist einer meiner Lieblingsbewohner. Mein Roboterhahn. Gestern war auf dem Campingplatz ein Landsquid. Original Landsquid. Es war so cool. Oh, warte mal, ich glaube, mein Roboterhahn hat Flöhe, oder? Aber ich konnte den Landsquid leider nicht mehr überreden, dass er zu mir zieht, weil mein Dorf schon voll war. Das ist echt doof. Den hätte ich echt gern gehabt. So, Hantel, warum juckt es mich plötzlich nur so mörderisch? Jo, guck. Warte mal, kann ich was dagegen tun? Muss ich stehen bleiben? Wo gehst du denn hin?
Du steckst nur andere mit deinen Flöhen an. Verdammt, jetzt hau ich gegen den Steinrahmen. Er hat sich genauso hingestellt, dass ich ihn nicht entflohen kann. Aha. Ein Floh. Habe ich ihn gefangen oder er mich? Ah, das sind die Fragen. Kann ein Roboterflöhe haben? Vielleicht sind es Roboterflöhe. Oh, das hast du ein Floh auf mir, oder was? Das wurmt mich aber. Auch wenn das ein Floh ist und kein Wurm. Danke, dass du mir den lästigen Kerl geschnappt hast. Affenzahn! Bitteschön. Darf ich jetzt bitte durch? Okay, räumen wir mal ein bisschen auf. Ich muss mal hier ein bisschen Ordnung schaffen. Damit wir dann anfangen können, hier wirklich umzubauen, auszubauen, umzudekorieren und so weiter. Das wird eh super hardcore. Ich weiß nicht, ob ich meine tolle Baumplantage hier überhaupt stehen lassen kann. Schauen wir mal. Oh, hier ist ein Stein verschwunden. Hier war früher ein Stein. Na gut. Vielleicht sind Steine nicht ewig. Kann ja sein. Ihr Erdmännchen einfügen. Hä? What? Warum sind denn Erdmännchen Flöhe, die unsere DNA klauen? Versteht kein Wort. Die Ostereier überall. Die haben das am Anfang so übertrieben mit den Ostereiern, dass sich wirklich Leute auf Twitter und überall beschwert drüber haben, dass es viel zu viele Ostereier überall gibt. Ständig fliegen Luftballons mit Ostereiern vorbei. Beim Angeln fängt man fast keine Fische mehr, sondern nur noch Eier. Dass Nintendo jetzt sogar noch schnell ein Update veröffentlicht hat, um die Ostereierzahl zurückzudrehen wieder. Das ist schon witzig. Die haben es ein bisschen zu gut gemeint mit den Eiern. Oh, da oben ist der Angelotter. Ah, da könnte man mit Fischen jetzt auch gerade echt viel Kohle verdienen. Das ist natürlich auch verlockend. Aber ich glaube, ich will jetzt lieber... Oder angeln wir ein bisschen und werden reich. Ja, aber wir fangen eh wieder nur Ostereier wahrscheinlich. Das ist das Problem. Na, mal schauen. Ich bräuchte noch knapp 100.000, dann könnte ich meine aktuellen Schulden abzahlen und mein Haus ausbauen. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Muss man schon sagen. Ah, da fällt die Entscheidung jetzt natürlich schwer. Was haben wir denn für eine Quest gemeistert? 5-mal gegen den Stein hauen. Was muss ich denn da machen? Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Ich will keine Sternis ausgeben, glaube ich. Okay, ich muss jetzt mal das Dorf planen. Ich muss alle Gebäude verschieben. Das dauert wahrscheinlich eh Tage. So wie ich das Spiel kenne, kann ich irgendwie pro Tag ein Gebäude verschieben lassen oder so. Schauen wir mal. Aber im Endeffekt möchte ich... Jetzt wartet mal. Ich mach mal kurz meine Karten-App auf. Im Endeffekt möchte ich diesen zentralen Bereich unten in der Mitte. Da will ich hauptsächlich so einen großen Garten machen und so einen großen Hauptplatz, der dann immer saisonal passend dekoriert wird. Und dann geht geradeaus in der Mitte quasi über eine Brücke zu einem Podest, zu einer Anhöhe, die dreistöckig immer höher wird, mit Stufen nach oben. Oben steht dann das Museum, total dekoriert links und rechts, irre. Und an den Ausläufern links und rechts kommen dann die Wohnhäuser und die Läden hin und sowas. Wobei die Läden kommen, glaube ich, noch auf den zentralen Hauptplatz irgendwo. Aber das wird alles super crazy und super cool. Aber das ist noch super viel Arbeit. Ich weiß noch nicht mal genau, wie ich das mache. Deswegen will ich jetzt erstmal mit den Wegen so ein bisschen grob ausloten, was wohin muss. Ich muss auch die Brücken nochmal neu platzieren. Mir gefallen zwar die schrägen Brücken echt gut, aber die Wege, die dann zu den schrägen Brücken führen, sehen blöd aus. Deswegen nehme ich dann doch lieber gerade Brücken. Es ist kein Erdmännchen, sondern ein Erdhörnchen. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Aber vorher muss ich jetzt mein Inventar mal ausräumen.
ich habe schwarze Tulpen gezüchtet. Das geht, indem man rote und weiße Tulpen kombiniert. Ich weiß nicht genau, warum da schwarze Tulpen draus werden. Aber ist es nicht toll? Da packen wir mal ganz viel ins Lager. Ah, warte mal. Die Kirschblütenwand wollte ich mir noch ansehen. Oh. Oh, die ist sogar animiert, oder? Da fallen wirklich Kirschblüten im Hintergrund runter ab und zu. Ja, doch, ich spinne nicht. Das ist ziemlich crazy, aber ich glaube, das will ich nicht. Habe ich denn hier noch? Die ist natürlich auch sehr schön. Super. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der hier. So, alles ins Lager erstmal. Das verkaufe ich dann vielleicht morgen in Ruhe oder so. Jetzt brauche ich erstmal ein leeres Inventar voller Werkzeuge. Die Eier kommen auch weg. Ah ja, jetzt fällt mir gerade, ja, das stimmt schon. Ich könnte vielleicht ein paar Früchte zum Essen brauchen. Ein paar Kirschen. Aber ich glaube, es sind noch genug Kirschen draußen an den Bäumen. Ich muss wahrscheinlich so manchen Baum versetzen. Der Floh kommt auch in mein Hausinventar. Warum nicht? Kirschblüte, Bienennest. So, schon besser. Ist schon aufgeräumter hier mein Inventar. Ja, wenn schon, denn schon. Okay. Cool. Und wie findet ihr mein Haus so? Es ist noch Work in Progress. Aber ich habe schon ganz viele Pixelbildchen gemacht. Die meisten sind einfach nur echt ein Pixelbildchen nachempfunden. Der Jim, der Earthbound Jim, ist eine ziemliche Eigenkreation, weil ich habe es versucht, den zu pixeln, aber pixeln sieht durch den Kantenglättungsfilter einfach echt immer komisch aus in dem Spiel. Deswegen habe ich den sehr stark verändert und nochmal teilweise neu gemacht, den Earthbound Jim. Aber der ist ganz gut geworden, finde ich. Und mein Badezimmer ist noch recht spartanisch. Ich habe noch nicht viele Möbel fürs Badezimmer gefunden. Aber dafür regnet es da. Das ist nicht cool. Ich hätte echt gern... Ich freue mich schon auf die Zeiten, ob ich das noch erlebe, dass so animierte Wandtapete Standard wird, weil einfach alles ein Bildschirm ist. Oder so. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht viele Badmöbel. Ich hätte lieber mit der Küche anfangen sollen, als ich den Raum bekommen habe. Ich hätte ziemlich viele Küchenmöbel, aber gut. Ist auch okay. Und hier ist mein Schlafzimmer. Mit riesigen Panda-Bär. Und rosa Werkbank und so. Und Arbeitsplatz. Und Mega Man-Bett. Und ganz viel Mario 64 Bilder. Cool, oder? Muss mich mal kurz umziehen. Ich habe vorher Steampunk-Kleidung bekommen und habe die angezogen. Schnauze ist toll. Ja, das ist eigentlich mein Standard-Outfit. Momentan. So, dann raus in die Welt mit uns. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich gleich mal... Oh, wisst ihr, was ich mache? Damit fangen wir jetzt an. Das ist gut, das können wir nämlich gleich machen. Ich brauche jetzt sehr viel Kirschen, weil wir müssen sehr viel Bäume verpflanzen, die ich nicht gleich fällen will, sondern am Stück ausgraben. Da brauchen wir unsere Vitamine, damit wir stark sind. Dann baue ich das Plateau, wie ich mir das vorstelle, dass das auf dem dann das Museum über allem anderen thronen kann. Ich habe noch nicht viel mit dem Terraform-Tool rumgespielt. Das könnte jetzt eh ganz schön viel Arbeit werden. Vielleicht müssen wir Flüsse begradigen und mehr. Auf jeden Fall sehr viel Bäume neu oder vielleicht sogar wirklich fällen. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir mit den Bäumen dann genau machen. Aber auf jeden Fall. Jetzt passt mal auf.
will ich dann später, dass hier ungefähr die Brücke rüberführt. Werde ich nämlich gleich mal hier Weg machen. Wo ist denn die Mitte ungefähr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache hier mal auf das siebte Feld. 1, 2, 3, 4, 5. Oder ist das so? 1, 2, 3, 4, ich glaube schon, 5, 6. Dann müsste das hier so ziemlich genau das Zentrum sein. Mache ich mal eine zweispurige Bahn einfach nach vorne. Sehe ich schon, dass das Haus da unbedingt weg muss. Auf jeden Fall. Aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Dann weiß ich auch nachher, wo ich die Brücke platzieren muss und so weiter. Ist okay, ist cool. Da steht das Haus jetzt perfekt im Weg und die Treppe ist auch noch falsch. Ah, die Treppe muss auch weg. Das wird alles viel mehr Arbeit, als ich dachte. Oh Gott, oh Gott. Naja, los geht's. Schaufel raus. Unkraut jäten, Bäume pflücken, Blumen ausgraben. Hier muss alles weg. Die könnten vielleicht sogar unten stehen bleiben. Oben in der zweiten Etage ist es viel wichtiger. Hier muss wirklich alles weg. Achso, ich muss ja die Kirschen erst noch essen, ne? Im Inventar rumliegend bringen die mir nicht so viel. Dass man da nicht gleich mehrere essen kann. Aber man kann halt in Wirklichkeit auch nicht gleich irgendwie 20 Kirschen auf einmal essen. Schon allein wegen den Kernen. Schade. Aber dafür isst er den Stiel mit. Und die Kerne auch irgendwie. Naja, okay. Ist ein guter Verwerter. Da. Ein für Mami. Ein für Sepuloni. Und ein für den Land Squid. So. Gestärkt ans Werk. Einfach in die Hosentasche damit. Der Stein muss auch weg. Stapeln sich die Bäume im Inventar eigentlich? Nee, das habe ich befürchtet. Ich glaube, ich verkaufe die Bäume einfach. Ich glaube, die stellen wir gar nicht mehr auf. Na, ich lager die mal. So ein paar Bäume später zur Dekoration. Vielleicht gar nicht schlecht. Na gut, ich mache einfach mal die Ebene, die muss komplett weg. Ich muss leider auch den Tee zuschütten. Da bin ich gar nicht so begeistert davon, aber gut. Wir machen irgendwo einen neuen See dann. 10 sind schon sehenswürdig. Okay. Bäume sind erstmal beseitigt. Jetzt müssen wir auch die ganzen Blumen ausgraben. Die kann ich danach wirklich zur Dekoration vom Museum benutzen. Das ist super. Jetzt ist aber echt die Treppe im Weg. Die könnte echt noch nervig werden. Aber gut, die muss ich halt dann aussparen erstmal. Das ist ja in Ordnung. Jetzt muss ich mal kurz was testen. Es gibt nämlich extra so einen Aufräumservice. Was genau bringt mir denn der? Wird dann das Ganze, verschwindet dann das ganze Unkraut um mich rum automatisch? Der Aufräumservice kann helfen, wenn es beim Durchführen von Bauarbeiten zu Problemen kommt. Etwa wenn man etwas auf einem Plateau nicht erreicht oder wenn... nee, das ist...
Nee, das ist falsch. Alle dabei aufgeräumten Objekte landen in der Krimskramskiste im Service Center. Ich mach's trotzdem mal. Nee. Möbel, Zäune, ich verstehe. Da müssen wir wohl selber Unkraut jäten hier. Was tut man nicht alles für einen schönen Platz für sein Museum? Oder? Hilft ja nichts. Da muss schon mal ganz schön viel Unkraut gepflückt werden. Oh, hier sind noch Blumen. Will mal gar nicht. Irgendwie hat es auch natürlich immer was Befriedigendes, sowas, ne? So einfach nur aufräumen. Das hat schon der Tetris-Schöpfer gesagt. Die Kernmotivation von seinem Spiel. Also er glaubt, sein Spiel Tetris ist deswegen so ein Riesenerfolg geworden, weil man aufräumt, weil es darum geht, Ordnung zu schaffen. Und weil das ein Grundbedürfnis im Menschen ist, Ordnung ins Chaos zu bringen. Deswegen ist es auch einfach schön, hier alles wegzumachen, damit nur noch... Geh mal weg, bitte. Damit nur noch grüne Grasfläche übrig ist. Das sieht nicht mal schön aus, aber es ist ordentlich. So. Das ist irgendwie eine schöne Animation, finde ich. Naja, putsch schon die ganze Zeit während des Streams ist nicht besonders befriedigend. Ja gut, aber wenn es dann fertig ist, schon irgendwie, oder? Aber vielleicht auch nur, weil man froh ist, dass es vorbei ist. Wer weiß, was weiß schon der Tetris-Kerl. Vielleicht hat das Aufräumen auch überhaupt nichts mit dem Erfolg von dem Spiel zu tun. Das Ordnung schaffen. Wer weiß. Also so wie ich mir das hier vorstelle mit dem Museum, ich denke gerade so drüber nach, ich kann nämlich jeden Tag immer nur eine Treppe bauen und jeden Tag immer nur eine Sache abreißen oder versetzen und sowas. Ist das ein Projekt, das mich jetzt wahrscheinlich wochenlang begleiten wird, wenn nicht sogar länger? Ups, das wollte ich nicht. Das ist die falsche Schaufel, stimmt. Ich wollte eigentlich mit der Standardwerkzeugschaufel hier die Blumen ausgraben. Und nicht gleich hier terraformen. Oh, oh, meine Taschen sind voll. Das habe ich schon befürchtet. Dann gehen wir mal ein paar Bäume und Blumen verstauen. Ein paar werden verkauft. Oder wie spät ist es? 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten. Schnell. Dann verkaufen wir schnell ein bisschen was aus unserem Inventar. Gilt nur für Videospiele. Genau, das Fertigsein ist cool. Ja, ich meine, aber es ist schon wirklich so, dass das so eine Grundmotivationsmechanik in ganz vielen Spielen ist. Ordnung ins Chaos zu bringen. Das war für mich auch in dem Fallout-Spiel, in Fallout 4, ein ganz zentraler Punkt im Grunde. Die Welt zu sortieren in kleine, ordentliche Kistchen. Ja, da haben wir ein paar Bäume. Kann man ja neu pflanzen. Kann man neue Setzlinge kaufen, wenn es wirklich ist. Ein paar Blumen, aber mehr auch schon nicht. Wie viel sind die eigentlich wert? Oh, so gut wie gar nichts. Naja, okay. Lohnt sich nicht wirklich. Dann lagern wir das Zeug bei uns. Ich glaube, in meinem Haus habe ich noch ziemlich viel Lagerplatz. Ey, nicht gegen die Tür schaufeln.
Ah. Ich glaube, da war gerade ein Käfer auf der Blume, den ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, das war kein Stinkkäfer. Ich glaube, das war irgendwas Specialiges. Verdammt. Habe ich zu spät gesehen. Du kannst diesen Gegenstand gerade nicht... Was? Wo? Man kann Bäume und Blumen nicht in seinem Haus lagern. Oh Mann. Das nervt. Das ist ja echt nervig. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich denn Bäume nicht einfach in meinem Haus auf den Dachboden legen oder so? Ich meine, die sterben halt dann vielleicht ein bisschen. Das ist schon klar, aber mein Gott. Na gut. Dann muss ich die hier draußen irgendwo zwischenlagern im Grunde. Können Tannen am Strand stehen? Nein. Nadelbäume mögen keinen Strand. Die sind aber auch speziell, diese Nadelbäume. Nix passt denen. Oh, hier ist es mir zu sandig. Hier ist es mir zu viel drinnen. Mann, ey. Stellt euch nicht so an. Da muss ich die jetzt alle hier irgendwie platzieren. Hier ist kein Platz. Ah, muss ich vorher Löcher graben vielleicht? Anscheinend. Boah, das ist noch viel nerviger, als ich dachte, diese Tannen umzupflanzen. Aber okay, machen wir uns an die Arbeit. Die werden hier eh nur kurz umgesiedelt. Ich hätte die vielleicht doch für eine Handvoll Sternis verkaufen sollen einfach. Ach so, die können jetzt auch wieder nicht so dicht nebeneinander. Warte mal, hier ist kein Platz, um die zu pflanzen. Was? Jetzt glaube ich's aber. Ah, ich weiß schon, warum glaube ich, oder? Lass mich raten. Weil die ein Feld entfernt von der Klippe stehen müssen, stimmt's? Ah, Gott. Seid ihr stur, ihr blöden Bäume. Ah. Ich habe hier gar nicht genug Platz für die. Glaube ich. Ne, hier geht's auch wieder nicht. Hier geht noch einer hin. Ich glaube, ich verkaufe die dann wirklich. Die sind mir hier jetzt ein bisschen zu störrisch. Da pflanze ich, wenn ich dann wirklich mehr von denen brauche, eher Setzlinge irgendwo ein und warte ein paar Tage, bis die gewachsen sind. Das ist ja einfach nur nervig. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Widerstand leisten, die Bäume. Dann machen wir das nicht. Die Blumen werden unsympathischer, was? Unproblematischer, wollte ich sagen. Die lassen sich relativ leicht pflanzen und wieder ausgraben. Brauchen wir nur ein bisschen Platz. Und schon geht's. Okay, na also. Nun ist das Inventar wieder leer. Das Syndrom, welches du da beschreibst, erlebe ich zurzeit bei Skyrim. Jedes Kraut hat eine eigene Schublade für Fellerrüstung. Ja, ja, genau, sowas finde ich super. Ich habe mit der Merlin eine Zeit lang Minecraft gespielt. Und die kann mit dem Spiel, glaube ich, würde ich sagen, vielleicht nicht unbedingt super viel anfangen insgesamt. Aber Sachen in Kisten zu sortieren, hat ihr verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe im Grunde immer das ganze Zeug schubkarrenweise und habe einfach immer alles, was ich in meinen Abenteuern so gefunden habe an Schätzen und Monsterteilen und Loot, in so eine große Eingangskiste geworfen, damit sie das dann im Lagerhaus in ihr speziell sortiertes Kistensystem einsortieren kann und verwalten kann. Und so hat dir das Spiel echt Spaß gemacht. Ich glaube, sie hat unser Haus kein einziges Mal verlassen. Hatte nie ein Schwert in der Hand. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben mal kurz irgendwie in der Wüste ein paar Skelette verprügelt. Aber zu 99%, was eigentlich eher Kisten. Also schon auch Tunnel graben und sowas, aber vor allem, damit man dann das Ausgegrabene wieder in Kisten räumen kann. Und warum auch nicht? Kann man Wasserfälle eigentlich riesig machen? Ich habe gerade so vor Augen, dass so eine Treppe, die ungefähr 3 Felder breit ist, von 2 riesigen Wasserfällen umschlossen ist quasi, wenn man hochgeht zur
Museumsplattform. Das könnte ganz cool sein. Du hast es gut, dass ich jemanden habe, der das Kistenmanagement übernimmt. Luxus pur, das stimmt. Eine nutzlose Eierluftballonkiste, die perspektivisch schwer einzuschätzen ist. Okay, nutzloses Ei. Komm in meine Hosentasche. So. Die Treppe ist jetzt echt super störend. Die macht mir meine ganzen Pläne kaputt. Wo ist der zweite Fluss? Der ist hier hinten. Der ist viel zu weit hinten. Okay. Ich muss rumexperimentieren. Ich weiß nämlich noch nicht, wie das mit den Wasserfällen und den Flüssen funktioniert. Da werde ich jetzt einfach ein bisschen proben. Gewässerlizenz. Nein, falsch rum. Andersrum will ich es machen. Genau. Nein, hör doch auf. Das ist leider der gleiche Knopf. Je nachdem, wo man steht quasi, macht er entweder Wasser weg oder Wasser hin. Ah ja, okay. Jetzt haben wir hier einen kleinen Wasserfall. Nein, nicht wieder zumachen. Ich hasse ihn. Das muss ich noch ein bisschen üben. Warum kannst du das nicht wegschaufeln? Spinnst du jetzt? Was ist denn los? Was hat er denn? Ich verstehe es nicht. Komisch, oder? Warum das jetzt nicht weggeht. Wegen dem Baum vielleicht, also dem Bambus. Dann kommt der Bambus halt weg, wenn der der Schuldige ist. Bam. Und die Axt ist kaputt. Ein Inventarplatz mehr. Auch nicht schlecht. Und ich habe noch eine Axt. Da schauen wir mal, ob der der Schuldige war. Komisch, komisch, ne? Warum geht das jetzt nicht? Ich glaube, ich verstehe Wasserfälle nicht. Ah ja, hier geht's jetzt. Guckt euch das an. Und der kann riesig werden. Oh, das gefällt mir. Wartet mal. Aber was ist bitte... Wenn unten, genau, wenn unten kein Wasser ist, dann fließt er einfach trotzdem runter. Okay, cool. Wir können riesige Wasserfälle machen. Das gefällt mir. Nur, dass ich das da nicht wegkriege, gefällt mir nicht.